Willkommen bei Sozialfachlichen Betreuung. Jetzt geht es um das Thema die Demokratie, fertig abgeschlossen. Die Demokratie, was ist das eigentlich? Untersuchen wir zunächst den Begriff Demokratie. Die altgriechischen Wörter Demos, Volk und Kratein, Herrschen, also Demokratie, meinen die Herrschaft des Volkes über sich selbst. Ab dem 5. Jahrhundert vor Christus stimmten die griechischen Athen in der Volksversammlung Ekklesia über staatliche Angelegenheiten ab, die zuvor im Rat der 500 beraten wurden. Zur Abstimmung waren jedoch nur männliche einheimische Bürger zugelassen. Nach modernen Vorstellungen ist das nicht demokratisch. Unsere heutige Vorstellung von Demokratie hat sich insbesondere im 18. und 19. Jahrhundert zur Zeit der Aufklärung und der Revolution herausgebildet. Die Reaktion auf die zeitgenössische Missstand entstand damals quasi. Und neue Ideen und neue Theorien zur Herrschaftsausübung wurden gestaltet. Es sollten nun nicht mehr nur wenige die Macht unkontrolliert ausüben, erfordert deshalb mehr Freiheiten und Mitbestimmung für das Volk. So kam es zur Herausbildung der für uns heute wesentlichen Kennzeichnung von Demokratie, wie zum Beispiel Gewaltenteilung, Souveränität und die Menschenrechte, die jetzt gerade zu Corona-Zeiten extrem gefährdet sind und teilweise außer Kraft gesetzt worden sind. Denn derzeit wurde die Demokratie quasi eingestellt. Schwerpunkt des Kapitels. In diesem Kapitel sieht es zu dem Entwicklungsprozess einiger der demokratischen Kennzeichen anhand von beispielsweise nach. Dabei soll es auch um die Frage gehen, ob der Prozess der Demokratisierung heute als abgeschlossen angesehen werden kann. Oder anders gefragt, wir leben heute in einer Demokratie, können wir uns da entspannt zurücklehnen? Eigentlich nicht, denn sobald eine Krise vorhanden ist, wird ganz schnell wieder in ein diktatorisches Verfahren zurückgegriffen, um einfach schneller und besser zu handeln und zu entscheiden, was aber nicht immer das Richtige ist. Ist die Demokratie messbar? Demokratie begegnet uns heute in den verschiedensten Formen auf dem Globus. Jedoch gibt es längst nicht in allen Ländern Demokratien. Einige Staaten nennen sich demokratisch, doch sind sie das wirklich? Die Deutsche Demokratische Republik? DDR zum Beispiel war ausschließlich eine Diktatur, der das Wort von einem Mann beherrscht. Vor Honecker war es ein anderer, dann kam Honecker und da war noch viel, viel schlimmer. Ab wann gilt ein Staat als demokratisch? In der Politik gibt es einige Versuche, die Verbreitung und Qualität der Demokratie auf der Welt festzustellen. Ein Beispiel hierfür sind die jährlichen Studien der amerikanischen Organisation Freedom House. Freiheiten der Welt nennt man das auch. So, das war es zum Thema die Demokratie. Ist sie fertig abgeschlossen oder auch nicht? Ich bin der Meinung nicht, denn sobald eine Krise zustande kommt, sind wir automatisch wieder eine Diktatur und die Bevölkerung muss es so hinnehmen oder nicht, oder sie kann endlich mal auf die Straße gehen und sich wehren. Denn dazu haben wir das Recht. Wir haben das Recht auf Widerstand, denn wir dürfen entscheiden, denn wir sind das Volk. Wir sind eine Demokratie. Bis dahin noch viel Spaß und Tschüss.